Hallo und herzlich willkommen zurück zu Phasmo mit zu zweit. Mit zu zweit. Mit zu zweit. Ja. Wahrscheinlich heute auch meine letzte Folge sein, weil irgendwie Phasmo ist gerade so. Gerade ein bisschen anstrengend. Gerade alles gar keinen Spaß mehr so richtig. Ein bisschen was jo. Ja, ja, jetzt hier. Wunderschön. So, machen wir mal Licht an. Supi läuft. Das läuft, das läuft, das läuft alles. Oh, ich bin gerade so. Kann gar fast nur sehen. Mein Bruder spielt jetzt der Tag ein, Tag aus, weil er gerade im Urlaub hat, aber gerade ist so. Ich meine, wir haben jetzt innerhalb von einer Woche 40 Level gemacht. So, gerade so. Ich glaube, ich muss ab und zu mal was. Anderes haben. Bitte schreib etwas ins Buch. Bist du hier? Bist du da? Bist du hier? Wie alt bist du? So. Dann gehen wir mal schnell wieder raus. Da ist die Spieluhr. Aber jetzt haben wir auch wenigstens in der letzten Folge haben wir die Voodoo-Puppe benutzt. Das haben wir denn auch mal gemacht. Genau, Kreuz, EMF, UV. Dann nehmen wir noch einen Bewegungssensor mit. Läuft. Das läuft alles. Ha! Fingerabdrücke! Muss weiter runter. Kann nichts sehen. So? Kann immer nichts sehen. Gib her. Mach selbst. Bitte. Mach selbst. Mist. Jo. Fingerabdrücke. Und das. Das waren 5. Was hat er gesagt? Dann ist das Beweis für Diogen. Ultraviolett. Ja, das. Können wir noch mal kurz gucken, ob sie schreit? Dann hätten wir eine Banshee. Aber vorher nehmen wir, glaube ich, noch mal Sanity. Nee, das wollte ich nicht mit reinnehmen. Hören. Also Karin steht da. Ich habe irgendwo Fußabdrücke gehört hinter mir. Bitte schreibe etwas ins Buch. Das können wir mal kurz hier hinschmeißen. Bob. 10 Grad. Nichts zu hören.
Und komm, schrei doch bitte. Also Mare ist es auf jeden Fall nicht. Die hätte schon längst irgendwas gemacht. Kann es sein, dass er hier wieder im Wohnzimmer? Kann es sein, dass er hier wieder im Wohnzimmer ist? Oder ist das Kairin, die man jetzt hört? Wie hinten? Achso, ja, okay, hab's verstanden. Bist du hier? Sprich mit mir. Bitte hier reden. Wohl können wir da eigentlich stehen lassen. Kein Orb oder so. Wir haben noch gar nicht richtig durch die Kamera geguckt, oder? Och nö! Bin der im Keller? Sieht aber tatsächlich. Ist jetzt im Keller? Ist er denn jetzt im Keller, Mann? Ich muss Sanity nehmen. Oder hat die vorhin schon Sanity genommen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich hatte vorhin schon Sanity genommen. Oh, wenn ich sterbe, sterbe ich ihm halt. Ist mir auch wurscht. Ist mir wurscht. Ach, kann sowieso nix sein. So heißt es schon. So. Immer. Kann wieder Licht aus. Okay, erstes Mal gehört. Okay. Muss immer ein bisschen warten, so ein, zweimal mehr machen. Eine Banshee macht das nicht beim ersten Mal, sondern meistens beim zweiten Mal erst. Okay. Gut zu wissen. Jetzt Gedanken machen? Ich denke ja nicht, oder? Lassen wir die Beine noch mal ein bisschen alleine. Gerade so müde und kaputt, ey. Ich glaube, ich lege mich gleich mit der Kleinen zusammen hin. Machst du denn gleich noch mal unten das Licht aus, bitte? Dankeschön. Komm doch mal raus. Oh, er schreibt was ins Buch.
Dämon ist es auf jeden Fall nicht. Poltergeist würde ich auch schießen, das ist ein My Ding. Das ist ein My Ling. Bei Dämon, der hätte schon längst das Kreuz irgendwie aller Juhi durch die Gegend verwirrt. Das ist ein Maling, oder? Geh davon aus. Ja. Der Geist kann es nicht sein. Nee, Dämon schieße ich auch raus. Dämon hätte uns schon längst zum Teufel gejagt. Bringe gestern eine Folge, Durchschnitt ist eine, die von 25 können wir ja nicht sehen. Jo. Ich kann das nicht sehen. Mann. Kann ich ja nicht mehr mitnehmen. Na, schön. Da hat er sich jetzt für immer verewigt. Ist auch gut. Hm. Und machst du jetzt schon wieder? Achso, machst Fotos. Foto hat er gesagt. Was du jetzt? Was muss er? Ja, was, wie heißt er denn? George Nilsson. Ja. Versteckt mich dann wieder in irgendeiner Ecke. Muss auch nur jagen. Hat er jetzt hier was gemacht? Nö. Jo. Jetzt hat er hier was gemacht. Was denn? Er hat den Löffel, glaube ich, gerade. Bin mir nicht safe sicher. Pustekuchen. Pustekuchen. Lord Schmielzorn. Bist du da? Georg. Georgi. Geh doch mal in dein Handy ran. Ja. Ich hatte aber auch nichts gehört. Und möchten Sie einen Kaffee haben? Wir haben auch noch Tiefkühlware, die kann ich in die Mikrowelle warm machen. Ja, mach es doch. Und einen Kaffee mit dazu. Wir haben auch einen Toaster. Yeah. Ein Handy. Handy habe ich auch. Und eine Küche. George, komm hoch. Gib Kaffee. Gib Kaffee. Wir haben schon mal den Tisch gedeckt, du. Reichhaltig. Gibt heute Pflanze. Hast du ein Foto gemacht? Vom Fußboden? Fandst du den so hübsch oder wie? Ja, auch. Georgie. Ich kann die Spieluhr anmachen. Ich glaube, da vorne stand eine Spieluhr. Das Meister mag der Geist nicht so. Eine Katze. Wett? Ich habe ihm.
Sack. Ja, der geht dir auf den Sack, das ist schön. Der ist ja noch nicht unter 25. Nö. Jetzt geht's noch viel zu gut. Ist eine hübsche Küche. Aber kann man nicht reingucken. Schade. Nee. Kannst nicht gucken, kannst nicht Müll rumbutschern da. Rumbutschern vor allem. Rumgoddern. Die kann man nicht aufmachen. Doch, den schon, aber den da nicht. Das ist aber auch eine doofe Tür da. Da kann man auch nicht reinkicken. Oh. So eine Zink. Es geht los. Und was sagst du? Könnte ein Mimik sein. Warum? Kommst du denn jetzt darauf? Da hat sich so kurz verhalten wie ein Moroi. Oder auch wie ein Deogen. Aber hat seine Gestalt nicht geändert. Aber wird ein Meiling sein. Bin ich ja auch wurscht. Poltergeist! Oh, ich kann das Räucherwerk upgraden. Yay! Oh, Mokombo Ombus kannst kaufen. Ja, jetzt ist es endlich effizienter, du. Oh nee, oh nee, oh nee. Wo können wir das nächste eigentlich upgraden? Wir sind jetzt bei 43? Wo sind wir denn? 42 sind wir. Was denn? Ich weiß nicht, was war das denn? 63, 54, 64, 61. Mh. Ich glaube, der nächste ist der Bewegungssensor. Oh, 47 sind die Kerzen. Also, den haben wir schon. Und voll. 45 ist der Bewegungssensor. Bewegungssensor? Oh ja. Ja. Yeah. Nice. Kannst du auch 70. 43 ist das Salz. Ah, ja. Salz kann ich upgraden. Schön. Ich gar nicht. Ich finde das so gut, wie es ist. Ja, ist ja egal, oder? Kann man sich nee, das bei, in... bei den anderen Hass ist der Haufen dann so einfach weg. Ach so. Beziehungsweise du hast da einfach nur mehr Salz. Das war's. Ja, macht ja auch nichts. Ein bisschen mehr Salz schadet nie. Alles leid ihm. Wie es eigentlich ist, eigentlich halt gut. Ja. Die wabbelnde Figur. Ich habe das jetzt immer schon gesagt, das wäre eigentlich voll cool, wenn man UV-Licht hier reindeuchen könnte und dann würde da einfach so ein dicker, fetter UV-Smiley in ihrem Gesicht sein. Das wäre voll cool. Alles leid ihm. Das war denn diese Folge. Ach, jetzt haben wir wieder Kairns Kollektion. Das Rückgrat habe ich zum Beispiel nicht, den Schiedel habe ich nicht. Ich hab nix. Okay, ihr Lieben, das war diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.